So, Havideri und Servus, schön, dass du da mit dabei bist. Puh, das war jetzt spannend, das sage ich euch. Heute machen wir es mal ganz anders. Und zwar mache ich das Intro jetzt, nachdem ich mit den Bienen quasi schon fertig bin. Das macht einiges einfacher. Ja, es gibt weniger, weniger schön zum Reden. Quatsch, mache ich sowieso nicht. Kennt's mir ja, aber ich sage mal so, grundsätzlich schaut wirklich alles ganz gut aus. Ich habe ein Volk, was so ein bisschen abhaut. Aber ansonsten, da drüben geht es immer nur zu ohne Ende. Wir haben es halt übrigens den offiziellen Frühlingsanfang, und zwar den Mittwoch, den 20., um ganz genau zu sein. Wir haben halt 18 Grad gehabt, 19, ja doch 18 Grad fast. Eigentlich wahnsinnig für ja, Mitte März, aber richtig schön. Hat richtig Spaß gemacht, halt mal wieder an den Bienen was zu machen. Jetzt das erste Mal jetzt auch wieder seit ja, 2,5, 3 Wochen. Die letzten Male habe ich euch ja nicht wirklich großartig mitgenommen, weil es einfach nicht so viel zum Sehen gab. Und mei, ich sag mal, bis auf Futterkontrolle, ein bisschen Gewichtskontrolle zum Schauen, dass das einfach alles passt, habe ich auch nicht gemacht. Ich meine, ihr kennt die alten Videos von mir, da hat sich jetzt nicht so viel drum geändert. Und ja, wenn euch das wie gesagt interessiert, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Kommt mit, schaut mal über die Schulter. Ah ja, und dann muss ich mich nur bedanken, und zwar schaut mal, was ich da gekriegt habe. Von einer lieben Zuschauerin von mir. Eine kleine Biene. So, und zwar muss ich gleich mal kurz vorlesen. Das ist nämlich von der lieben Charlene Rotterham. Die ist auf Etsy unterwegs. Wenn ihr auch so tolle handgemachte Bienchen oder auch andere Sachen haben wollt, dann schaut gerne mal bei ihrer vorbei. Ich schaue mal, ob ich das verlinken kann unten, und ich sage vielen Dank, habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, und jetzt der Song geht's los. Ab dafür. Herzlich willkommen am ersten Volk am heutigen Tag. Erster Blick geht wie immer auf die Windel. Das ist mal das erste, was wir machen. Wir sehen hinten schon ein bisschen Abfräsungen vom Futter. Vorn ungefähr, also zwei Wabengassen, aber wirklich sehr, sehr übersichtliches Volk, was uns die Windel hier schon mal mitteilt. Und ja, jetzt schauen wir mal rein. Vielleicht schaut es ja drinnen gar nicht so schlimm aus. Da immer erst einmal ein bisschen den Wabensitz, ja, damit man sie anschließend ein bisschen leichter tut. Die erste geht immer ein bisschen zach aus, aber ja, soweit erst einmal schöne Futterwabe. Vor circa 3 Wochen, ja, war ich das letzte Mal an den Völkern, da haben wir so ein bisschen Totenfall rausgerannt und sowas. Aber jetzt nichts Spektakuläres, ein bisschen Nachgewogen natürlich. Und wir sehen, ich sage jetzt mal Futter, da haben sie auf jeden Fall nur ausreichend. Da geht es jetzt auch schon los mit dem Brutnest. Sehr überschaubar, sieht man schon. Da läuft die Chefin rum, ist eine 2021er Königin. Kann natürlich auch gut sein, dass da jetzt langsam die Legeleistung so ein bisschen zurückgeht, ja, so im vierten Jahr. Die wird sehr wahrscheinlich dieses Jahr ausgetauscht werden müssen. Das hilft nichts, wenn sie, ja, ich denke mal, dass diese eh selber umweiseln werden, früher oder später, aber jetzt fangen wir es erst einmal ab, damit es uns nicht kaputt geht oder dass noch irgendwas Blödes passiert. Und damit ist es erstmal sichergestellt. So, die erste Arbeit, die ich jetzt da immer mache, ist natürlich mal die Hoffmann-Seitenteile alle sauber kratzen. Die sind nach dem Winter schon relativ verbickt. Wenn die dann eigentlich mal sauber sind und die Abstände auch wieder gut passen, dann hat man eigentlich in der laufenden Saison eigentlich auch keine Probleme mehr. Das funktioniert wirklich gut.
Und ja, ich bin überzeugt davon. Also das läuft. Ja, da wird es jetzt schon mal so ein bisschen vor der Ei, ja, damit vor der ganz nah am Brutnest schon mal dort ist. Das ist jetzt direkt ein Sheet. Ich habe da jetzt ein Thermosheet, damit wir das Brutnest dann alles ein bisschen kompakter halten. Überschüssiges Futter habe ich jetzt da dahinter. Da haben wir das zweite Rämmchen mit ein bisschen Brut. Ansonsten Stifte habe ich schon auch gesehen. Also das schaut schon okay aus, aber sie kommt halt momentan einfach noch nicht aus dem Quark. Und die Hoffnung ist jetzt einfach mit dem aufgeritzten Futter, das mache ich jetzt dann auf der anderen Seite eben auch gleich noch, dass wir da ein bisschen die Königin und die Bienen reizen und somit ein bisschen mitteilen, hey, da ist was, ihr könnt's loslegen, auf geht's. Und ja, ich denke mal so in 3 Wochen werden wir dann das Ergebnis sehen, entweder dass dann schon mal ein bisschen mehr Stifte auch drin sind. Ja, ihr habt es ja gesehen, die verdeckelten Waben müssten jetzt demnächst auslaufen. Stifte und Maden sind drin, die jetzt dann auch verdeckelt sind und wären. Und die Hoffnung ist, dass das Volk dann dadurch einfach ein bisschen Gas gibt. So, wir schirmen alles wieder zusammen, machen jetzt eben nur die restlichen Rämmchen sauber, Hoffmann-Seitenteile alle sauber machen, ist wichtig. Die Auflager schauen alle soweit gut aus. Richtig schwarze Waben sind nicht dabei, das heißt, das können wir alles erstmal soweit wiederverwenden. Die haben auch komplett auf einem Brutraum hier überwintert. Hat auch soweit gut funktioniert, bis auf das, dass sie halt relativ schwach jetzt aus dem Winter gekommen sind. Ich hoffe jetzt, dass wir einfach durch unsere, ja, durch den Support jetzt ein bisschen animieren können. Vorne mache ich jetzt gleich noch das Flugloch enger. Das habe ich eben auch vor 3 Wochen aufgemacht. Oder größer gemacht, ja, dass halt einfach der Totenfall leichter rauskam werden kann. So viel war da gar nicht. Aber ja, das ändern wir jetzt wieder zurück. Das Lerner ist auf jeden Fall. Und ja, dass sie sich dann auch entsprechend verteidigen können. Plastikfolie kommt wieder drauf. Die kriegen jetzt dann gleich noch so ein kleiner, ja, so Überstiegshilfe neigelegt, damit es dann einfach besser über die Wabengassen kommen, ja, von der linken auf die rechte Seite. Und damit habe ich zumindest für den jetzigen Zeitpunkt alles da. Eventuell stellen wir es in 3 Wochen mal auf einen Platz von einem stärkeren Volk, damit dann einfach eine Flugbiene unterstützt wird, aber das sehen wir jetzt dann schon. Aber ich fange das Ganze jetzt erst einmal mit einem in Anführungszeichen Negativbeispiel an, wie es heute halt auch laufen kann, aber nicht verzagen, wird schon. Weiter geht's. Wir schauen uns mal hier die Windel an. Wir sehen einen Haufen Pollen, der runtergeflogen ist. Wir sehen die belegten Wabengassen. Wir sehen das Brutnest ungefähr auf 5-6 Wabengassen, wie sie sich verteilt. Hinten die angefressenen Futterwaben bzw. Futtergrenze. Ja, da habe ich vor auch ca. 2 Wochen einen Futterteig rein. Den haben sie eigentlich recht schön angenommen. Das Volk hat auch richtig Gas gegeben, also gerade auch was den Futterverbrauch angeht, wird es jetzt dann auch gleich sehen, wie das da drin ausschaut. Also Teig war da definitiv notwendig. Aber jetzt schauen wir mal rein. Genau. Zwischenkranz, also die Halbsage natürlich, weil das der große Futterteig ist mit 2,5 Kilo. Da muss man jetzt ein bisschen schauen beim Ablösen, dass man die Bienen nicht quetscht, ein bisschen aufpasst. Würde jetzt auch nicht großartig rumschütteln, sondern legt die dann einfach nur auf Seiten. Wir haben hier diese Aufstiegshilfe. Das funktioniert auch wirklich gut, weil der Teig einfach dann schön weicht bleibt innen drin und nicht austrocknet. Ja, schauen wir uns mal an, das Spiel.
So, was sehen wir da? Wir sehen eine leere Randwabe. Die ist ratzeputze leer. Nur noch Luft drinnen. Die fliegt sie wahrscheinlich raus. Genauso die zweite. Wir machen es trotzdem jetzt einfach mal sauber. Hängen sie mal zurück. Ja, vielleicht verwenden wir sie ja doch noch. Aber Futterreserven gibt es zumindest an den Rändern nicht mehr viel. Da sehen wir jetzt alte Drohnen, einen Drohnenbaurahmen. Erkennt man nur an dem Reißnagel, den ich oben auf der linken Seite rein habe. Den lassen wir aber auf jeden Fall drin, weil rausgezogen sind die Waben schon und dann können sie da direkt, wenn sie den Bock drauf haben, ihre Drohnenbrut anlegen. Und da sind wir jetzt auch schon am Brutnest. Sehen wir mal durch, das heißt, erste Brutnestwabe, kleiner Kranz auf der linken und rechten Seite. Bienen schon alle sehr gesund aus. Macht einfach wieder Riesenspaß, einfach an den Bienen zum Sein. Das habe ich wirklich vermisst. Na, da geht es schon weiter. Wird schon voller das ganze Spiel. Da sehen wir die rote Königin aus dem letzten Jahr. 2023er Kanika. Standbegattet. Einfach vermehrt am Stand. Genau. Bei dem Volk habe ich allerdings das Problem, das sehe ich jetzt eben, wo man nach unten durchschaut auf dem Gitterboden, dass die auf jeden Fall ein Kalkbrutproblem haben. Das hat man vorhin auch schon ein bisschen auf der Windel gesehen. Wir haben ziemlich viel Kalkbrut da unten drin liegen. Und da habe ich es jetzt auch gesagt, also da muss man jetzt einfach schauen, liegt es an der Königin, liegt es vielleicht jetzt einfach nur an der Witterung bzw. an der Tatsache, dass wir jetzt eben kurz nach dem Winter sind. Das kann viele Möglichkeiten haben. Auch der Standort ist so eine Sache, aber wenn man mal zurück in die Vergangenheit schaut und meine alten Videos, das ist ja auch immer schön, dass man da ein bisschen die Dokumentation hat, dann hatte das Volk vorher auch schon das Problem mit der Kalkbrut. Also es kann natürlich auch sein, dass man da wirklich mal die kompletten Waben raushauen muss, damit man die ja, den Erreger da vielleicht einfach mal rauskriegt. Viele sagen, dass es an der Königin liegt. Die Königin ist jetzt wie gesagt neu vom letzten Jahr. Muss man mal dran bleiben. So, da geht es auch weiter. Aber eigentlich ein schönes Brutnest. Die Kiste ist voller Bienen. Das schaut wirklich gut aus. Das Einzige, was mir eben nicht so gefällt, ist die nicht vorhandenen Futtergrenze. Also wenn die vorhanden sind, dann wirklich nur ganz, ganz klein. Das ist eben so ein Volk, da muss man wirklich aufpassen. Das kann natürlich mit der Kalkbrut auch ein bisschen zusammenhängen, weil die natürlich ja brütet. Einige sterben eben ab aufgrund der Kalkbrutgeschichte. Und dann kann ich mir vorstellen, dass da natürlich auch der Futterverbrauch entsprechend her ist. Aber ob das, ob diese Vermutung zutrifft, das kann ich eigentlich nicht sagen. Also nehmt es das mal nicht für bare Münze, aber das ist einfach nur so eine Idee von mir. Ich kriege jetzt aus dem Magazin neue Futterrämchen. Die kriegen jetzt eine links, eine rechts rein. Die habe ich noch vom letzten Jahr. Habe ich einfach über den Winter in einer entsprechenden Plastikbox gehabt, war kühl gelagert, aber abgeschlossen und hell vor allem, dass falls da doch die Wachsmatte drin ist, dass da nichts passiert. Und da kriegen sie jetzt links und rechts wieder dicke Futterwabe rein.
Kartoffeln dann anschließend natürlich den Teig wieder aufklickt. Und dann schaut es soweit gut aus. So, alles wieder drin, alles wieder mittig ausrichten. Dann lassen wir doch als nächstes die Königin frei. Das Flugloch bleibt so, wie es ist. Das ist, wie gesagt, ja, so ein Drittel über die gesamte Öffnung unten. Ihr seht, wo die Bienen hockern. Und da habt ihr eure Dame wieder zurück. Den Teig schneide ich jetzt nur ein bisschen auf oberhalb. Oberträger, wie gesagt, nur ein bisschen sauber machen. Teig schneide ich jetzt auf. Dann kommen auch die Bienen jetzt wieder ein bisschen besser raus. Dann lege die Plastikfolie ein bisschen um. Und dann kommen sie auch deutlich besser ran. Das können wir jetzt schon machen. Weil ich der Meinung bin, dass die das jetzt relativ schnell abnehmen werden. Wenn es über die größere Fläche hier kommen. Genau. Jetzt kommt der Halbzahl wieder drauf. Ein bisschen Platz hat, die Plastikfolie oben drauf, Deckel drauf und dann haben wir auch schon Volk Nummer 2 fertig. So, da haben wir jetzt einmal ein ganz anderes Bild. Sieht man gleich, wenn man nur ein richtig schöner Futterkranz oder richtig volle Futterwabe da im Eck. Also die ist noch halb voll. Ja gut, übertreiben wir nicht, ein Drittel. Na, ihr habt es ja vorhin die Windel gesehen. Ich habe jetzt mit Absicht mal nichts gesagt dazu. Vielleicht könnt ihr mal schauen, ob es mit eurer Einschätzung dann richtig liegt. Weil da haben wir jetzt quasi, und das muss ich jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen, so stehe ich mir tatsächlich ein tolles Bienenvolk vor. Ganz ruhig, ganz entspannt. Eben auch nur vor der links und rechts, und obwohl ich jetzt da eben auch auf den Hoffmann-Seiten rumkratze, ist das denen relativ wurscht. Wir haben eine Propolis-Produktion en masse, also da habe ich einen richtig dicken Propolis-Ball rausgekratzt aus der ganzen Beute. Ihr seht es ja da an den Seiten, was da runter geht. Das ist Wahnsinn. Drittes Rähmchen und direkt schon ein riesen Brutnest, großes Brutfeld. Also das ist mal wieder, das ist wirklich, das ist ein Bilderbuchvolk. Wir sind mega entspannt, stark. Dann kriegt er auch noch genügend Futterreserven. Ja, schon Wahnsinn. Sieht man mal, wie unterschiedlich die Völker sein können.
Man muss dazu sagen, alle auch gleich behandelt. Keine Kalkbrut, super gesund. Mega. Im letzten Jahr eben mit Varomet behandelt und im Sommer mit Ameisensäure nach der letzten Honigernte. Den kannte auch blöd eigentlich auch schon mal im Baurahmen gehen. Ja, und so habe ich wie gesagt jedes Volk am Stand behandelt und ja, richtig Baurahmen, das kann man sich jetzt fast überlegen. Naja, jetzt noch nicht. Aber lang dauert es nicht mehr. Da ist Chefin. Ebenfalls eine Königin aus 2023, die Red Queen. Ihr seht es am roten Punkt hinten. Fangen wir uns wieder ab. Dann passiert nichts, dann können wir die Rämmchen richtig schön sauber machen. Bei der Gelegenheit, wie gesagt, wenn man Rämmchen sauber macht, einmal nach unten in den Boden schaut, einfach ein bisschen auf Beschädigungen achten. Passt die Beute noch? Also hat die irgendwelche Risse? Ist der Gitterboden irgendwie durchgerissen? Ja, wie schaut's aus mit Schimmel, wobei der Schimmel jetzt gar nicht so tragisch ist, den machen die Bienen dann schon wieder weg. Aber habt's defekte Rämmchen, ist irgendwas anders kaputt, was man austauschen muss. Wie schaut's aus mit Wabenhygiene, also dunkle Waben, schauen, dass man die dann rauskriegt. Entweder ihr habt wirklich ja, Futterwaben, die dunkel sind, dann haupt's sauber an den Rand, damit die Bienen das langsamer ja, aufbrauchen. Und ja, wenn es irgendwie dunklere Brutwaben oder sowas sind, entweder nimmt es dann später fürs Jahr für einen Ableger her direkt oder bei einer Zweizangenbetriebsweise eher nach unten hängen, beziehungsweise ja, bei einer Einzangenbetriebsweise schauen, dass man die halt einfach auch möglichst an die Seiten bringt. Ja, und der Königin quasi andere Waben zum Bestiften anbietet. Ja. Test durch. Pollen. Futter. Ja, sehr schön. Klar, Königin ist dabei, immer lieber auf dunklen Waben zu stiften als auf neuen Waben. Es ist halt einfach so. Aber früher oder später kriegt es dann schon raus und Wabenhygiene ist einfach wichtig und dann passt es schon. So, da bauen wir uns das ganze Spiel wieder zusammen. Links und rechts schauen wir, dass wir da die ganzen Futterwaben reinbringen, das Brutnest hauptsächlich in der Mitte verorten, dass das dann einfach passt. Flugloch ist auch mittig. Damit es ein bisschen besser geht, habe ich die Bienen da abgestoßen, natürlich vorsichtig. Aufpassen. Chefin kommt wieder zurück in ihr Volk und das ist wirklich super. Sehr schönes Bienenvolk, wie ich finde. Also das, mehr davon bitte.
kennst das Spiel. Wir schauen uns wieder die Windel an. Ein Haufen Pollen. Auch laut Windel relativ großes Brutnest. Und ja, schauen wir mal, ob die Analyse passt. Ih, Schimmel. Da habe ich auch keine Folie drin gehabt, wenn man sieht. Geht relativ zart raus, das ganze Spiel. Da habe ich eben hier diesen Wabenzieher. Das funktioniert dann eigentlich recht gut. Aber ja, trotzdem. Die erste ist immer ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall auch nur dicke, fette Futterwabe. Die zweite dicke, fette Futterwabe. Jetzt hat man halt gemerkt, direkt beim Aufheben, dass da auf jeden Fall noch einiges drinnen liegt. Und dass man sie zumindest futtertechnisch bei denen keine Sorgen mehr braucht. Ja, da geht es schon langsam los mit dem Brutnest, das hat man schon gesehen. Ganz vereinzelt. Quasi Brutnest-Ausläufer. Und da geht es jetzt richtig los. Na, ich finde für Mitte März wirklich eine schöne Volksentwicklung. So sollten jetzt eigentlich alle ausschauen. Ich habe es leider auch nicht ganz geschafft. Also ich habe auf jeden Fall zwei Völker am Stand, die deutlich schwachbrüstiger aufgestellt sind. Das erste habe ich euch ja ganz am Anfang gesagt. Und ein zweites habe ich quasi so schräg gegenüber. Das ist ja da die separat gestellten. Da ist auch eins dabei, was relativ schwach ist. Interessanterweise auch eine ältere Königin. Jetzt zwar keine 21er Königin, aber von 22. Das ist nämlich nur eine gelbe. Und das waren die, die letztes Jahr eben so wildbaumäßig unterwegs waren. Wir haben jetzt ja gerade die rote Königin gesehen, auch 2023er Königin. Und die einjährigen Königinnen sind da wirklich, wirklich gut dabei. Wie gesagt, alle standbegattet. Na, ich muss sagen, jetzt so beim nochmal anschauen, gefällt mir das wirklich sehr gut. Nächstes Mal darf ich nicht so in die Kamera schnaufen. Das ist vielleicht das Einzige, was ich ändern muss, aber man kann nicht alles haben. Ebenfalls volles Brutnest. Bei denen ist es auch so, dass man im hinteren Bereich auf jeden Fall auch noch Futtergrenze hat. Die sind in der Richtung wirklich nur gut aufgestellt. Und ich glaube, dass das jetzt auch direkt das, ja, das letzte Bruträmmchen sein wird. Das sieht man jetzt auch schon, das wird kleiner. Stifte sind auf jeden Fall auch zum Teil schon drin. Propolis raus. Sorgt währenddessen immer die Kontrolle auf irgendwelche Beschädigungen, muss ich irgendwas austauschen oder passt es soweit. Und in der Bestückung kann man eigentlich auch sagen, werde ich weiter im Jahr voranschreiten. Also ihr seht es ja an den Waben, die sind alle relativ hell. Also das passt schon noch. Die können alle nur in die neue Saison mitgenommen werden. Da tauschen wir jetzt quasi die Futterwaben von der einen Seite auf die andere Seite rüber. Dann hat man nämlich jetzt auf beiden Seiten auf jeden Fall nochmal eine richtig schöne Speckwabe. Zusammen mit den Futtergrenzen auf den Bruträmmchen habe ich da auf jeden Fall kurz Gefühl, dass da die nächsten drei Wochen alles entspannt bleibt. Und dann passt es. Genau, da sind übrigens die Flugloch oder die Fluglöcher komplett offen. Das sind die Bolten mit den Kämmen unten drauf. Ja, also mit den Einzellöchern. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und
Und da geht's jetzt gerade richtig ab. Kriegen alle die Überstiegshilfe für die Rämmchen drauf. Und können sie gesagt oben richtig schön rum, können unten richtig schön rum. Deckel wieder drauf, Folie jetzt neu, genau. Und dann passt es. So, und der letzte im Bunde, da auch sehr, sehr viel Pollen, was da so runtergeflogen ist. Und kann natürlich am Gitterboden liegen, wenn die da drüber laufen, dass es dann so abratscht. Und auf der rechten Seite hat man quasi abgefressene Futterrämmchen gesehen. Und da ist es auch so, da habe ich nämlich auch keine Folie drin gehabt. Fragt es mich bitte nicht, warum ich das gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich es einfach nur vergessen. Da lösen wir erst einmal wieder alle Rämmchen, damit man es dann leichter rauskriegt. Und dann geht's dahin. Vorsichtig abschütteln, da sieht man jetzt direkt der Pollenwabe, also komplettes Pollenbrett, auch schon frisch eingetragener Nektar zum Teil, also die finden schon was, aber ist jetzt auch noch nicht so mächtig, aber das erklärt auch so ein bisschen, warum an der Position so viel Pollen liegt, wobei ich eher glaube, dass das eben über den Gitterboden, dass der Gitterboden da ein bisschen das Problem ist, und da geht es jetzt auch schon direkt los mit dem Brutnest. Richtig groß schon, 2022er Königin, eine Gelbe, also zweijährige Königin, die hat richtig Gas gegeben. Und ja, da wechseln wir jetzt mal schnell die Seiten, weil mit links tue ich mir da ein bisschen schwer und muss ja nicht sein, dass man dann irgendwie ja, die Königin verletzt oder einem das Rämmchen abhat oder sonstiges. Also einfach auf einen guten Stand achten, dann funktioniert das schon, muss ja nicht sein, dass jetzt irgendwie was passiert, was die Bienen gut über den Winter braucht und dann verletzt da die ersten Durchsicht der Königin, das ist natürlich auch nichts. Also von dem her lieber Safety First und so. Ja, Königin gefangen, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren und jetzt kann man sie richtig schön durcharbeiten. Alles vorhanden, auslaufende Brut, frische Magen, Stifte, alles drauf. Hoffmann-Rämmchen, Hoffmann-Seitenteile, besser gesagt, wieder sauber machen, dass die Abstände wieder passen. Ja, und so arbeiten wir uns jetzt einfach durch. Genau, Brutnest ist natürlich deswegen jetzt da auf der rechten Seite, muss man auch nicht so sagen, weil bis vor zwei, drei Wochen, war eben auch das Flugloch nur rechtsbündig. Und das habe ich eben. Ja, so im ersten Schritt vor 3 Wochen, als ich einen Totenfall und generell so weiter sauber gemacht habe, habe ich da eben unten auch komplett den Schieber aufgemacht. Ich habe das immer mit so einem Gaffer, quasi Gafferklebeband einfach nur verschlossen. Das funktioniert eigentlich recht gut. Kann man natürlich auch mit Hölzchen oder was auch immer machen, also so, dass halt nichts rein oder rauskommt, aber mit dem Gaffer hat das wirklich gut funktioniert und da ist jetzt eben alles offen und jetzt schauen wir, dass man das Brutnest alles wieder mittig ausrichtet. Links und rechts die Futterwaben hinkriegt. Das Volk hat wirklich auch noch ordentlich Reserven, das schaut alles wirklich gut aus. Da braucht man sich auch erstmal keine Gedanken machen, da wird es eher wahrscheinlich so, dass wenn es dann vielleicht in 3, 4 Wochen wirklich losgeht mit den Blüten, dass man dann eher schaut, dass man das überschüssige Futter dann herauskriegt. Und ja, und das vielleicht auch noch gesagt an der Stelle, solange das Futter nicht aufgekratzt ist, ja, während ihr einen Honigraum oder irgendwas drauf habt, kann eigentlich ja nichts passieren, dass euch den Honig oder das Futter umtragen. Von dem her alles gut. Also das schaut schon wirklich toll aus, Bienen voll in Action. Jetzt machen wir aber wieder zu, fertig sind wir. Und ja, in 3 Wochen schauen wir uns das ganze Spiel mal an, was draus geworden ist.
In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen guten Saisonstart. Macht es gut. Sagt über ein Like und ein Abo, da würde ich mich riesig freuen. Schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Update. Ciao, macht es gut.